Hallo meine Schönheiten, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. Und für alle Neuen, die bei Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal, da das colorful wird. So, meine Lieben, wie ich bereits ja vor einiger Zeit euch ja schon im anderen Haul oder im Schminkvideo, habe ich euch ja gesagt, ich habe eine Box entdeckt, die einen mega Wert haben soll. Quasi 450 Euro soll der Wert sein. Ich sag mal, ich höre auf zu schnackeln und dann schauen wir uns die ganze Geschichte an, was ich bestellt habe. Genau. So, meine Lieben, ich habe hier die Box erhalten. War relativ zügig da. Ne? Wie gesagt, diese Box hat eine Auflage von 100 Stück. Und die ganze Geschichte kommt aus Italien. Ja, aus Italien. So. Aus Italien. 39,99 kostet die Box. Plus, gut, der Versand ist ein bisschen teuer. Aber wenn das der Wert von 450 Euro wirklich in dieser Box drin ist, ist der Versand noch okay. Der Versand kostet 18 Euro. 18 Euro kostet der Versand. So, 39,99 plus 18 Euro Versand. Wir werden jetzt erstmal die Box öffnen. Aber bevor wir die Box öffnen, kann ich euch sagen, ich werde euch mal unten in der Infobox einen Link reinpacken. Da gibt es nämlich auch eine App fürs Handy. Ne? Da gibt es eine App fürs Handy und da kann man unterschiedliche Boxen bestellen. Man kann Skincare-Boxen bestellen mit unterschiedlichen Preise. Ne? Könnt ihr aussuchen, S, M, L, XL, XXL und da gibt es glaube ich nochmal XXXL, weiß ich jetzt aber nicht mal, zweimal XL oder dreimal XL, bin mir jetzt aber nicht sicher. Und dann gibt es Boxen, wo Produkte, wo Produkt, dann ihr zahlt dann nur 3 Euro. Ich bin so italienisch, bin ich nicht so mächtig, ich habe zwar die italienische Abstammung, meine Mutter ist Italienerin, aber bei uns in der Familie wurde nie italienisch gesprochen, also kann ich das nur relativ so gestückelt euch wiedergeben. Am besten müsst ihr euch das dann übersetzen. So, auf jeden Fall gibt es dann Boxen Luxus, also Luxusboxen, auch mit verschiedenen Preise, auch S, M, L, M, XXL und XXL. Ich weiß nicht, ob 3x X, weiß ich jetzt nicht genau, ne? So, auf jeden Fall gibt es unterschiedliche Boxen. Müsst ihr euch selber mal so ein bisschen raussuchen mit einem Übersetzer. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier diese Mystery Box gekauft. Die war auch relativ schnell ausverkauft. Ich hatte mir vorher auch die App runtergeladen, das Herzchen geliked und dann wird ja automatisch, wurde ich benachrichtigt, habe dann sofort eine Box bestellt. Ging auch alles gut, ne? So, ich höre jetzt auf. Wir schauen jetzt in die Box rein. Ja. Wie schaut rein? Auf jeden Fall. Ja, ich sag gleich noch was dazu. Die ganze Firma heißt so, da oben, das ist die Firma, Beauty Price, ne, Beauty Price. Das heißt danke, auf Deutsch danke, ne, grazie. Ja, wie gesagt, die sind auch bei TikTok vorhanden, bei Instagram und bei Facebook findet ihr die natürlich auch, diese Firma, ne. Könnt ihr ja mal drauf schauen, wie gesagt, ja, und mit dem Übersetzer müsst ihr dann so ein bisschen arbeiten. Weil er wohl auch bei den Luxusboxen, man kann auch gemischt holen mit Beauty und Skincare, ne? Wie gesagt, da müsst ihr euch mal so ein bisschen, wie gesagt, ganz interessante Seite auf jeden Fall. Wir schauen, ob der Wert wirklich 450 Euro ist. Und ich denke mal nicht, diese Firma hat Nähe von Rom, genau, wir müssen ein bisschen quatschen. Bevor ich euch die Produkte zeige. Nähe von Rom hat die Firma auf jeden Fall einen Laden. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, ich muss ein bisschen quatschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das keine Originalprodukte sind. Weil, warum lässt man eine Firma einen Laden führen mit Repliken? Wisst ihr, was ich meine mit Repliken? Kann ich mir nicht vorstellen. Es werden Produkte sein, die aus dem Vorjahr sind, die nicht abverkauft worden sind. Und ich denke mal, er hat die ganzen Produkte aufgekauft für einen günstigeren Preis und haut die dann eben auf den Markt günstiger raus. Wieder zurück. Ne? Deswegen sage ich mal, für mich werden das dann Originalprodukte sein. Ich habe so Produkte, habe ich noch nicht, die hier drin sind. Habe ich noch nicht gehabt.
Wie gesagt, wenn ihr die Luxusboxen bestellt, wenn ihr die Luxusboxen bestellt, habt ihr garantiert auch Charlotte Tilbury drinne und Two Face hat er, NARS und all sowas könnt ihr da ergattern, auf jeden Fall in diese Luxusboxen. Das ist eine ganz interessante Geschichte auf jeden Fall. Ich habe jetzt, wie gesagt, 39,99 bezahlt plus 18 Euro Versand. Hier sind zwischen 10 und 11 Teile, denke ich mal, drin, oder 12 Teile. Schau mal. So, alle Firmen kenne ich nicht. Ich hatte schon mal so einen Blick reingeworfen. Ja. So, er hat sogar aus Deutschland, hat er sogar Produkte aufgekauft. Ne, das habe ich schon mal festgestellt. So, wir fangen an mit Lancôme. Mit Lancôme haben wir hier drin. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, ob das für euch Originalprodukte sind oder eben nicht Originalprodukte sind. Ich bin der Meinung, es sind Originalprodukte. Ich kann mir nie vorstellen, wenn er einen Laden hat, dass er das. Da kam ja auch mit der Post wieder nach hier, wurde wieder aufgestellt, das wurde auch aufgemacht vom Zoll, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich denke schon, dass das Originalprodukte sind. Na? Wie gesagt, hier ist auch ein Preis vorher 37,15 steht hier drauf. 7 Euro, 37,15. Soll dieses Produkt. Ich weiß es nicht. Entschuldigung, ich werde es auf jeden Fall kontrollieren. Ich werde mal die Sachen im Internet eingeben, ob ich da so ähnliches Produkt für den Preis kriege. Es werden wohl Auslaufmodelle vom letzten Jahr sein. Die dann, ist klar, irgendwann mussten die auch aussortiert werden, ne? Wenn der Abverkauf nicht so groß war. So, wir haben hier ein. Was haben wir hier drin? Ja. Lippenlack. Langhaltender Glanz. Okay, aufbaubare Farbintensität. Okay, von Lancôme. Ne? Wie gesagt, 38 Euro paar gequetschte plus Versand. So, oh, schöne Farbe. Ne? Ich zeige euch das mal alles so vom Nahen. Ne? Ihr könnt mir dann gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ob das Originale sind oder nicht Originale sind. Ich gehe davon aus, dass es Originale sind, da der auch einen Laden hat. Ne? Ja. Fühlt sich auf jeden Fall gut an, muss ich sagen. Farbe ist auch gut. Oh ja, schön. Schön zart. Schön. Toll, oder? Sollen wir den mal drauf machen? Ich habe noch keinen Lippenstift drauf. Riechen tut ja gut. Ja, ich habe jetzt ein Lippenöl drauf, ne? Der trocknet ein. Aber schön. Fühlt sich ja gut an. Schön. So, auf jeden Fall die Geschichte von Lancôme, ne? Dann weiter. Weiter im Text. Dann haben wir hier eine Firma drin, kenne ich nicht. Diego Dalla Palma. Ich denke mal, das ist eine italienische Firma. Ist auch bestimmt ein Lippenprodukt. Ja. 117. Ne? Okay, ja, okay, die Spitze ist jetzt ein bisschen kaputt, hat einer. Aber die Farbe ist gut. Ein Braun. Okay. Die Spitze ist jetzt ein bisschen kaputt, weil nicht richtig zugedreht war. Ist ein Braun. Ja, wie gesagt, die Firma kenne ich nicht. Okay. Stefan räumt die Hütte ab. So. Zweitens. Wie gesagt, Preise suche ich raus. Dann haben wir hier was von Yves Saint Laurent. Ich kann das nicht aussprechen. Ich konnte das noch nie aussprechen. Ja.
muss mal gucken. Ich muss gucken, was das ist. Ich weiß es nicht. Longwear. Okay. Glossshine. Auch ein auch ein roter Lippenstift. Lippengloss. Ein roter. Ja. Ne? Ja, ist so ein Gloss, ne? Also das ist so ein Gloss. Da müssen wir mal gucken, testen. Ne? So eine leichte Geschichte. So. Machen wir erstmal Douglas. Wir haben auch Douglas-Produkte drin. Make-up-Entferner Remover. Make-up-Remover mit Zellenwasser. Für Face und Eyes. Ja, so ein Pröbchen, ne? Ja. Ist okay. Kommt sogar aus Deutschland, aus Frankfurt, glaube ich. Hatte ich gelesen. Irgendwo kommt das her. Mal in Francais. Germani, Düsseldorf. Und dann haben wir hier noch was mit Seewasser, auch von Douglas. Eine Handcreme. Ja, es sind Pfennigprodukte, aber ist okay, ne? Das sind so Füllprodukte jetzt quasi. So. Dann haben wir hier noch irgendwie eine italienische Geschichte. Aus Italien. 8 Stunden. Ein Serum, Kollagenserum. Gel, Kollagenserum. Ja. Ja, das ist ja so eine gemischte Box, ne? Kenne ich nicht. Müssen wir mal nachschauen. 15 Milliliter. Was die ganze Geschichte kostet. Mit auffüllendem Kollagen. Steht sogar auf Deutsch drauf. Kollagen Gel Serum. Okay. Ich kenne die Firma nicht. Ne? Riecht aber alles frisch, ne? Wirklich, riecht gut. So. Für Tag und Nacht. So. Dann haben wir noch von, auch noch mal Lippenprodukt drin, ne? Firma kenne ich auch nicht. Wird bestimmt auch eine hochwertige Firma sein, ich weiß es nicht. Laura Mercier, keine Ahnung. Ja. Mhm. Oh. Schön ist er, ja. Schön kräftig, ne? Mhm. So. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall nächsten Monat werde ich mal eine Luxus-Box bestellen. Auf jeden Fall, ich habe gesehen, wie gesagt, Charlotte Tilbury, Too Faced, NARS und die ganzen Geschichten kriegt er dann rein. Und dann schauen wir mal, ob wir mal eine kleine Eyeshadow-Palette erwischen. Ja. So. Und dann haben wir hier noch ein Foundation-Stick. Auch. Schauen wir mal. Ja, ist immer schwierig, ne? Aber das kann drin sein. Vielleicht haben wir mit der Farbe Glück. Schauen wir mal. Die B30 Almond. Sieht so aus. Ne? Ob ihr das da sehen könnt. Ich sehe nichts. Oh ja, die Farbe ist okay. Das ist auch das Zeichnen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja. Farbe ist okay. Mhm. Ja. Keine Ahnung, was sowas kostet. Ich weiß es nicht. Ich suche die Preise für euch raus. Wie gesagt, 38,99 plus die 18 Euro Versand sind wir so bei 59 paar gequetscht, also 60 Euro knapp, ne? Ja. So, und dann haben wir nochmal, hier ist glaube ich ein Eyeshadow, Full Matte Shadow, okay.
Hier steht zwar Tester drauf, aber ist ja egal, ne? Trotzdem ist dort auch 4,5 Milliliter. Ne? Ach, jetzt habe ich in den Lipgloss reingepackt. Aufkleben drauf, ne? Wie gesagt, falls ihr da bestellen solltet, ja, ist gut, da werden wir testen. Oder werde ich morgen mal zur Arbeit ein bisschen mich schminken. Schön aus. Ja, der sieht schön aus. Ich muss das nochmal in Ruhe übersetzen. Auf jeden Fall kann man verschiedene Sachen antippen, was man so möchte wohl. Wie gesagt, aber ihr müsst echt übersetzen. Oder ihr müsst Italienisch können. Ja, Tauber ist das. Okay, drei. Sieht schön aus. Ja. Und wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Produkte. Und wir haben noch Produkte hier drin. So, dann haben wir was von Revolution. Eine Mascara. Lift und Define. 5D Lash. Extra Dimension Mascara. Ne? Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. 14 Milliliter. Okay, ist ein Schwarz. Ist das ein Gummi oder Künstlerbürstchen? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist ein Gummibürstchen, oder? Oder Kunsthaar. Könnte Kunsthaar sein. Ne? Okay. Ja. 14 Milliliter ist viel, ne? So. Dann haben wir ein italienisches Produkt. Da habe ich geguckt, das war, glaube ich, 39 Euro, 45 Euro. Auf jeden Fall eine Hyaluronsäure. Gibt es auch Vitamin C. Von diese Sachprodukte, dieses könnt ihr sogar extra kaufen, wenn ihr davon dran Interesse habt. Dann zahlt ihr aber nur 14,99 €. Für die war das, glaube ich, 14,99 € statt 45 Euro. Ja, 30 Milliliter gibt Vitamin C und alles so, was ihr so möchtet. Ne? Gibt auch, das ist aber hier Hyaluronsäure. Genau. Das ist so eine Ampulle. Made in Italien, wird in Italien hergestellt. Genau. Aber dies könnt ihr auch extra bestellen, wenn ihr das haben möchtet. Ich weiß aber nicht, was da der Versand ist. Das ist so eine Glasflasche, ne? Ja. Eine Glasflasche. So. Ja. Wie gesagt, da könnt ihr auch auf die Seite, bei dieser, bei dem, wenn ihr es auf dem Handy macht, könnt ihr auch von anderen Erfahrungsberichte lesen mit Bildern und so, ne? Könnt ihr selber mal gucken, was so in den Boxen drin gewesen ist. Genau. Ich werde euch auf jeden Fall den Link werde ich euch unten mal so reinschreiben. So, drei Produkte haben wir noch. Gut, ein Produkt ist ohne Name, aber ist nicht schlimm. So, jetzt haben wir noch ein Puder hier drin von Marbert. Ein loses Puder. Made in Germany, kommt aus Deutschland, Düsseldorf. Keine Ahnung, was das kostet. 25 Gramm. Ne? Hier. Ist auch noch oben so extra so, ein, dass das nicht verkratzt. So ein Schutz drauf. Ja. Okay. Schon hier oben drin. Schade. Müssen wir mal gucken, wie wir das wieder da reinkriegen. Schon so oben. Alles drin, ne? Okay. Ja. Riechen tut's gut. Ein Puder. Ja. So. Dann haben wir von Lancôme noch etwas drin. Ich denke, das ist eine Foundation mit Lichtschutzfaktor 50, ölfrei. Okay, die 03. Müssen wir gucken, welche Farbe das ist. Eine Kissen Foundation. Eine Kissen Foundation. Und wenn man aufmacht, ist es so, ist extra eingepackt. Ne? Ist einmal das Döschen.
Gut, ich habe da mit dem Finger schon dran gekratzt. So. Döschen, ne? Wo ihr dann aufmachen könnt, ist ein Spiegel drin. Und im Teil hier, ne? So. Und wie gesagt, hier ist auch ein Sicherheitsmagnet drin. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und dann ist das einfach. Sollen wir das mal aufmachen? Ich mache das jetzt mal auf. Gucken, ob das meine Farbe ist. Okay. Dann ist hier auch noch so ein Schwämmchen drin, ne? Hier. Braucht man ja nicht. Oder vielleicht auch doch. Schauen wir mal. Ich werde das mal einsetzen. Da kostet auch so 40 Euro, 35 Euro. Hat bestimmt Kosten, oder? Gucken, wie ich das einsetzen kann. Ist das falsch rum? Das ist falsch. So rum. Ist das drin? Ich glaube schon. Okay. Ja, es könnte gerade noch so gehen, ne? War ja frisch. Ihr habt ja gesehen, dass das eingepackt war, ne? Riechen tut das normal. Wir werden es auf jeden Fall testen. Wir werden es testen. Ja. Okay, riechen tut normal. Ne? Ja. So. Dann haben wir noch eine Geschichte. Ja. Wie gesagt, schreibt mir gerne in den Kommentar, was ihr darüber denkt. Genau. So, da habe ich noch nicht vergessen, dass ich das angebrochen habe. So. Farbe ist okay. So, dann ist hier noch eine Geschichte drin, was No Name ist, ne? Irgendwie so Reinwurfartikel. Ja, müssen wir aufpassen. Farben sind nicht schlecht. Ich denke mal, das sind Eyeshadows. Gehe ich von aus. Ohne Name. Farben sind gut für den Alltag, ne? Ja, hat jetzt keinen hohen Wert, ne? Ist kein Name drauf, aber wir werden die testen. Wenn die gut sind, sind die gut. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. So, ich habe jetzt mal viel gezwatscht. So, gucken wir. Pigment ist da. Oh, Pigment ist da. Ja. Da oben. Seht ihr das? Ne? Da werden wir auch mal schminken. Warum nicht? So. Box ist leer. Box ist leer. Den Sampreis werde ich euch mal einblenden. Ja. Wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so nachgemachte Sachen sind. Wie gesagt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr darüber denkt. Und wie ihr den Preis findet. Wie gesagt, ich versuche, wie gesagt, es soll ein Wert von 450 Euro drin sein. Ich guck mal. Kann ja sein, durch die ganzen hochwertigen Produkte drin, und wir haben viele, viele Produkte drin, das sind jetzt nochmal so Gratis-Dinger dabei, ne? Quasi kann man vielleicht 3 Euro oder 4 Euro, 5 Euro mit berechnen. Wie gesagt, das kostet schon, wenn man das so kauft, 45 Euro, hat er im Shop für 14 Euro ein paar gequetscht. Es gibt auch andere Sorten von, ja. Die Kissen Foundation wird auch so 35 Euro, kosten 39 Euro, ne? Ja. Puder? Weiß ich nicht. Kenne die Firma nicht. Schau mal nach. Und das ist auch, sind auch so 1,50 Produkte, 2 Euro Produkte, ne? Wie gesagt, dann haben wir die alle noch. Die wird auch so um die 30 Euro pro Produkt sein. Hier von denen 30, 40 Euro, ne? Haben wir noch mal Lancôme, auch so 30 Euro, 40 Euro kosten. Ja gut, die 6, 7 Euro. Den weiß ich nicht, kenne ich nicht, die Firma. Und dann das Kollagen. Finde ich nicht schlecht, ist gut. Vor allem die Größe ist gut, ne? Wenn das gefällt, kann man nachkaufen. So, wie gesagt, reichlich kommentieren. Ich würde mich riesig so freuen. Und schreibt mir bitte mal, ob ich eine Luxusbox kaufen soll. Mal zum Testen. Ne? Wie gesagt, ihr könnt auch nur Skincare, die haben auch Sommer, das habe ich gesehen,
in die Resonanzen, dass es, die hatten auch für den Sommer extra Sonnencremes, ne? Gab es eine Mega-Box, hatten die da. Wie gesagt, die haben immer wieder neue Produkte. Müsst ihr mal drauf gehen. Wir haben verschiedene Boxen, Skincare, 3-Euro-Produkte. Wir haben auch was von Benefit, haben die schon mal rausgehauen. Und wie gesagt, ich denke, das sind Auslaufprodukte. Ne? Dass es Auslaufprodukte sind. Klar, die stehen nicht ewig in den Regalen. Irgendwann muss auch mal neue Produkte hinterhergeschmissen werden in den Regalen, weil um den Kaufdingsreiz wieder anzukurbeln. Ne? Klar, müssen immer regelmäßig neue Produkte. Ich finde gut, auch diese Nachgemacht hier, diese No-Name-Lidschattenpalette, hat eine tolle Pigmentierung. Da werden wir auf jeden Fall schminken. Ich glaube, langsam gehe ich von diesem bunten, das Bunt ist heute furchtbar, davon ab, weil ich auch vor Augen habe. Das ist ganz toll, finde ich echt super. So, ich höre auf zu schnacken. Also, ich habe schlaflose Nächte gehabt wegen dieser Box. Ich habe gedacht, hoffentlich kommt die hier an, hoffentlich kommt die hier an. Ne? Dann bin ich nach Hause gekommen, genau auf meinen Geburtstag bin ich nach Hause gekommen. Da war der GLS-Fahrer da und ich war nicht zu Hause, habe eine Karte gehabt. Aber ich habe Glück. Ich wohne genau 3 Häuser weiter, wie der Shop ist, wo ich das anderen Tag abholen sollte. Ich bin dann zum Shoppen, war schon da gewesen. Der Fahrer hat das sofort dahin gebracht zum Shop. Also 3 Häuser weiter, ich konnte das am Shop abholen. Ja, ich war überglücklich an meinem Geburtstag, durfte ich das schon empfangen. So, wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr haltet davon. Zum 100. Mal, ich wiederhole mich gerne. Ne? Und ob ich noch diese Luxusbox mal ausprobieren soll. Könnt ihr mir auch in den Kommentaren schreiben. Ich weiß nicht, wie oft er diese Boxen raushaut. Genau das wollte ich noch gesagt haben. Ich weiß nicht, wie oft da neue Boxen erscheinen. Ne? Ob die einmal im Monat erscheinen oder alle 3 Monate erscheinen, halbjährlich erscheinen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, monatlich haut er diese Boxen raus. Wie gesagt, ich denke, monatlich wird er diese Boxen raushauen. So, ich sag jetzt mal, Dankeschön fürs Dranbleiben, Zuschauen, dabei sein. Denkt daran, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, euer Tanja. Ciao, tschüss, Kowski, bye, tschüss, 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 t